Das The Sims 4 Meine Hochzeitsgeschichten Gameplay Pack wirkte auf viele wie ein solider Inhalt, der allerdings jetzt schon mit extremen Problemen zu kämpfen hat. Warum der überraschende und katastrophale Start aber immer noch etwas Gutes mit sich zieht, erkläre ich euch in diesem Video. Wer am Donnerstag um 19 Uhr ganz gespannt auf Origin unterwegs war und das neue The Sims 4 Meine Hochzeitsgeschichten Gameplay Pack kaufen wollte, hat vielleicht bemerkt, ja, dass es einfach nicht auf der Seite aufgetaucht ist. Und vielleicht habt ihr auch meinen Community-Post gesehen, in dem ich ganz kurz angeschnitten habe, warum denn das Pack eigentlich nicht auf Origin bereitsteht. Und ja, ich dachte mir, wir reden in diesem Video nochmal ein bisschen ausführlicher darüber, weil es dann doch noch so ein paar Sachen gab, die in Bezug auf das neue Gameplay-Pack für The Sims 4 vorgekommen sind. Ich würde sagen, damit wir das Ganze ein bisschen besser verstehen, drehen wir die Zeit jetzt einfach mal ein bisschen zurück. Am Mittwoch, den 16. Februar, also quasi wirklich einen Tag bevor das Pack eigentlich rauskommen sollte, ja, haben die Entwickler den Blog-Eintrag, in dem vorher schon verraten wurde, dass das Pack nicht in Russland bereitstehen wird, ja, nochmal aktualisiert. Also es war ja so, dass das Pack in Russland nicht erscheinen sollte, weil die Entwickler gemeint haben, dass es wegen den strengen Gesetzen einfach nicht möglich ist. Und ja, wie ihr vielleicht auch ein bisschen auf Twitter mitbekommen habt, es gab einen riesigen Shitstorm. Für The Sims 4 auch, doch, würde ich sagen, fast sogar ein bisschen einzigartig. Also so krass war es, glaube ich, tatsächlich auf Twitter wirklich noch nie. Und einen Tag vor dem Release haben die Entwickler dann ihre Meinung geändert, haben gemeint, ja, das Pack wird doch in Russland erscheinen, genau der gleiche Trailer, auch mit den zwei heiratenden Frauen auf dem Cover, was ja von der Community sehr gut aufgefasst wurde. Aber damit wurde dann auch ja verraten, dass dann das Pack für alle ein bisschen später kommen wird. Das Pack wird nämlich jetzt dann doch am 23. Februar, also wenn ihr das Video seht, in 2 Tagen dann doch erscheinen, auch wieder regulär um 19 Uhr. Lustigerweise ist es nicht mal das erste Mal, dass ein Pack verschoben wurde. Das gab es schon mal. Das war zu Zeiten von Zeit für Freunde. Das Pack sollte eigentlich im November erscheinen. Die Entwickler haben dann einen größeren Blog-Eintrag ja veröffentlicht, in dem sie dann gemeint haben, das wird nicht so ganz was. Das Pack hat sich dann einen Monat in den Dezember verschoben. Ja, Zeit für Freunde hatte ja sowieso schon ein relativ langes Zeitfenster, in dem es dann angekündigt wurde bis zur Veröffentlichung. Und dass es dann doch nur ein bisschen länger wurde, hat dann doch viele ein bisschen enttäuscht. Aber so ist es jetzt halt auch mit dem Meine Hochzeitsgeschichten Gameplay Pack passiert. Ja, wurde von vielen nicht ganz so gut aufgenommen. Ich habe auch bei euch in den Kommentaren natürlich gelesen, dass das nicht so gut ankam. Kann ich auf der einen Seite verstehen. Da kam dann das Argument auf, dass es ja eigentlich ganz gut ist, dass dann alle Spieler das gleichzeitig spielen können und die russischen Zimmer dann nicht noch benachteiligt werden, indem sie es dann halt später spielen können. Beides meiner Meinung nach valide Punkte, kann man sehen, wie man möchte. Aber es kann sein, dass EA hier vielleicht ein bisschen geflunkert hat und das Pack, es war ja auch die offizielle Antwort von EA, dass das Pack verschoben wird, damit die russischen Spieler mitspielen können. Ist vielleicht nicht ganz richtig, weil wie wir auch schon im Livestream leider ein bisschen gesehen haben, scheint das Pack doch noch nicht ganz fertig zu sein. Also bisher hat man wirklich in schon vielen Game-Changer-Videos, also YouTuber, verschiedene Simmer, die das Pack schon vorher anspielen können oder allgemein die Packs vorher anspielen können, konnte man dann doch leider sehen, dass das Pack in einem relativ schlechten Zustand ist und die Entwickler vielleicht das Pack auch deswegen verschoben haben, um dann doch nochmal ein paar Fehler zu beheben, weil es wirklich bitter nötig ist. Ihr kennt es ja bei den Sims-Spielen, das ist ja ganz normal. Leider muss man natürlich sagen, dass dann oft ein paar Features dann doch noch ein bisschen rumzicken bei Release, das nicht so ganz sauber läuft. Aber bei diesem Gameplay-Pack ist es leider dann doch ein bisschen, ja, stärker als normalerweise. Ich erstelle einen Sim-Modus nicht unbedingt, im Baumodus nicht unbedingt. Die neue Welt passt auch. Es bezieht sich dann doch rein auf das neue Gameplay und das ist wirklich sehr schade. Ich meine, als Hauptfeature, das einzig große Hauptfeature, sage ich jetzt mal, ist ja, dass wir die Hochzeit jetzt mit neuem Gameplay erweitern können. Wir können ja neue Events feiern und so weiter. Aber diese Features funktionieren zum aktuellen Zeitpunkt einfach nicht richtig.
In meinem Anspielbericht von meinem Kollegen Micha von simtimes.de hat er schon ganz gut beschrieben, was er so für Fehler beobachten konnte, und es liest sich wirklich schrecklich. Wir können da ja mal so ein bisschen in den Beitrag reingucken. Es gibt scheinbar Gäste, die einfach nicht das Outfit tragen, was sie sollen. Sie kommen einfach hier, wie er schreibt, in Badehose. Bisschen peinlich. Dann, eigentlich kann man die Sims auch wirklich steuern und ihnen sagen, was sie machen sollen. Das hat man ja auch im Entwickler-Livestream gesehen, und scheinbar dieses Feature funktioniert einfach nicht. Die Sims, ignorieren dann einfach die Interaktion und machen einfach nicht das, was sie sollen. Das Ehepaar, tauscht 12-mal die Ringe. 12 ist eine ganze Menge. Normalerweise macht man das ja nur einmal. Der eine simmt dem einen und der andere dem anderen. Aber hier scheinbar 12-mal getauscht. Hat man auch in den Game-Changer-Videos teilweise gesehen. Also das liest sich schon sehr schlimm. Also wir müssen ja zugeben, so kleinere Features, wenn da mal was nicht funktioniert, ist ja okay. Also sollte zwar nicht so sein, aber da kann man manchmal, glaube ich, drüber hinwegsehen. Aber diese Fehler, das wirkt so, als wäre dieses Pack einfach mitten in der Entwicklung, hätten sich die Entwickler gesagt, ach, so, hau mal raus, passt so. Passt aber nicht. Also es liest sich hier wirklich ganz, ganz schrecklich. Ich habe euch auch nochmal den simtimes.de Beitrag in der Beschreibung verlinkt. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Ist ganz interessant. Vor allem, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Entwickler starten einen Livestream, in dem sie in voller Vorfreude das Pack vorstellen möchten, zeigen möchten, was da so drin ist, mal so ein bisschen das ganze Gameplay durchgehen, und dann funktioniert einfach gar nichts. Ich habe das in meinem zusammenfassenden Livestream gar nicht so in der Gänze dann doch gezeigt. Ist es nicht auch ein bisschen peinlich? Es ist ja auch selber für die Entwickler wirklich schlechte Werbung, wenn selbst die Zimmer, die sich den Livestream angucken, sehen, dass da irgendwie alles nicht so richtig funktioniert. Und dann natürlich erst recht bei den Game-Changer-Videos, die dann doch nochmal, glaube ich, eine Ecke mehr Leute sehen, ist es dann doch nochmal fast ein bisschen peinlicher. Und es wird ja sogar noch besser. Die Entwickler haben ja mit dem letzten Update neue Hochzeitsgrundstück ins Spiel hinzugefügt. Eine nette Ergänzung, passt dann ja auch so ein bisschen zum Pack. Da hat man sich eigentlich gefreut. Was mir aber auch nicht aufgefallen ist, was die Kollegen dann von Sims Community rausgefunden haben, ist, dass man dieses neue Grundstück, was ja eigentlich dafür konzipiert ist, dass man zum Beispiel in der Galerie ein bisschen schneller nach Hochzeitsgrundstücken suchen kann, im Basisspiel nicht funktioniert. Also wenn man eine Hochzeit startet, dann ist es halt einfach so, dass man dieses Hochzeitsgrundstück dann nicht als Schauplatz für die Hochzeit auswählen kann. Das ist absolut ironisch, macht gar keinen Sinn. Und das ist auch mal wieder so ein Punkt, wo man sieht, okay, die Entwickler haben ihre Sachen, die sie da rausbringen, nicht gut genug getestet. Da hätte man ja eigentlich schon direkt beim ersten Ausprobieren merken können mit dem Basisspiel, dass das nicht funktioniert. Und dann hätte man das vielleicht dann doch nochmal korrigieren sollen, wäre ja bestimmt auch kein großer Aufwand gewesen. Das ist ja nicht mal das einzige Mal, dass sowas vorgekommen ist. Das hatten wir ja auch so in der Art quasi schon bei dem Landhausleben-Erweiterungspack. Da gab es auch einen Lieferservice, der mit der Erweiterung funktioniert hat. Genauso wie es jetzt auch mit dem Gameplay-Pack ist. Mit dem Gameplay-Pack funktioniert die Funktion. Aber wenn man nur das Basisspiel mit dem Update hat, dann funktioniert dieses Basisspiel-Feature einfach plötzlich nicht. Das macht gar keinen Sinn. Da haben die Entwickler sich kein einziges Mal hingesetzt, das einmal mit dem Basisspiel ausprobiert, sondern einfach rausgehauen. Und das geht meiner Meinung nach eigentlich nicht so wirklich klar. Ich weiß leider auch nicht, was da so bei EA los ist. Und so möchte man ja jetzt auch nicht unbedingt in das neue Gameplay-Pack starten. Und ich würde euch empfehlen, dass ihr vielleicht mit dem Kauf dann doch noch ein bisschen wartet, weil das schon sehr, peinlich auch ein bisschen für EA ist. Vielleicht stehen die Entwickler wirklich unter einem enormen Zeitdruck. Die Deadline konnte da nicht richtig eingehalten werden und dann musste das Pack einfach so raus. Vielleicht haben wir auch Glück und die Entwickler beheben da jetzt noch so ein paar Fehlerchen, beziehungsweise hoffentlich keine Fehlerchen, sondern die großen Fehler, mit denen das Pack dann richtig funktioniert. Es wäre dann doch sehr wünschenswert, dass wir jetzt keine 3 Wochen warten müssen, bis das Pack dann richtig funktioniert, sondern es dann vielleicht doch tatsächlich schon bei Release. Aber jetzt kommen wir nochmal zu so ein bisschen was Positiverem, was man ja auch nochmal festhalten muss. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, wie ich da noch was Positives sehen kann, aber man muss ja auch sagen, die Entwickler haben auf jeden Fall auf uns gehört. Wegen dieser ganzen Russland-Thematik war es dann so, dass viele Gamechanger, zum Beispiel auch Sims Community oder Plumbella, die ja auch Videos über die Sims macht,
dann gesagt haben, hey, EA, wegen dieser Russland-Thematik möchten wir einfach nicht vorab über dieses Pack informieren. Und ja, auch im, zum Beispiel im Livestream war es so, dass ganz oft dieser Weddings for Russia Hashtag in die Kommentare geschrieben wurde. Der ganze Chat war voll, der wurde tatsächlich sogar irgendwann deaktiviert. Und ja, nach all diesen Sachen ist es dann so, dass die Entwickler wirklich auf uns gehört haben und dann gesagt haben, ja, wir werden das Pack für alle in Russland rausbringen. Also oft ist es ja so, dass wir bitten und betteln und die Entwickler da nur zum Teil drauf eingehen, manchmal natürlich das umsetzen, oftmals aber halt leider auch nicht. Und diesmal war es halt einfach so, dass dadurch, dass halt wirklich die ganze Community gefühlt mitgemacht hat, auf Twitter gab es fast kein anderes Thema mehr zu diesem Zeitpunkt. Und ja, die Entwickler haben dann tatsächlich auf uns gehört. Muss man auch mal positiv ankreiden. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, vielleicht haben sie es dann auch eher gemacht, weil sie gemerkt haben, oh, das Pack wird sich nicht so gut verkaufen, wenn die Game Changer da dann nichts vorab zeigen möchten und das Pack schon allgemein unter so einem schlechten Stern steht. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch festhalten, dass die Entwickler relativ schnell reagiert haben und das Endergebnis zählt. Unsere Kritik, unsere Bitten haben was gebracht. Ist was Positives, muss man ehrlicherweise mal so sagen. Also wenn ihr euch manchmal so ein bisschen von EA nicht verstanden fühlt, wenn wir als Community da mal so richtig die Meinung sagen, dann, wie man sieht, bringt das auch manchmal was. Wollte ich an der Stelle jetzt auch nochmal erwähnen, so als kleine positive Sache am Ende des Videos. Für alle, die die Thematik noch nicht so mitbekommen haben, könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr so zu den ganzen Punkten denkt. Ja, freut ihr euch noch auf das Gameplay-Pack? Oder seid ihr da eher jetzt so ein bisschen zwiegespalten? Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Da würde ich mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ja, dann würde ich sagen, sieht man sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.